Alemannia Aachen zum vierten Mal in Folge im Finale des Mittelrhein-Pokals. Aber während sie im vergangenen Jahr am klassentieferen ersten FC Düren scheiterten, ist die Aufgabe, zumindest vom Namen her, in diesem Jahr nochmal eine ganze Ecke schwerer. Gegner heute, nämlich der klassenhöchste Verein im Wettbewerb, der Drittligist, die Viktoria aus Köln. Und bei den heute ganz in schwarz gekleideten Viktorianern gibt es eine einfache Regel: Finalteilnahme gleich Pokalsieg. Eine Bilanz, wie man sie im Sport eigentlich nur von Michael Jordan gewohnt ist. Wenn die Kölner bis ins Finale kamen, dann durften sie den Pott am Ende auch immer in die Höhe stemmen. In den vergangenen 7 Jahren immerhin 4 Mal. Na dann mal los. Köln von links nach rechts in Halbzeit 1. Eine knappe Viertelstunde ist gespielt. Das ist wunderlich. Bunyaku, und da kommt Lorch. Super Abschluss, super gespielt. 1-0. Mit der ersten ernstzunehmenden Gelegenheit geht der Favorit in Führung. Und Jeremias Lorch kann sich feiern lassen. Der 25-Jährige vor der Saison aus Sonnenhof Groß-Asbach an den Rhein gekommen. Einer, der die Viktoria schon seit Jahren sein Zuhause nennt, das ist Kapitän Mike Wunderlich, der 35-Jährige, bei allen 4 Pokalsiegen mit dabei und mit der nächsten Chance diese Saison. 18 Scorerpunkte in Liga 3, das ist immer noch richtig stark. Hinter Alemannia Aachen liegt dagegen eine enttäuschende Saison in der Regionalliga West. Ein Pokalsieg würde zumindest etwas Wiedergutmachung bedeuten. Batarillo mit der ersten Annäherung an den Kasten von Sebastian Mielitz. Mit der frühen Führung im Rücken Viktoria Köln mit viel Dominanz, viel Ballbesitz, ließen das Leder immer wieder schön laufen. Ach ja, und dann ist da ja auch noch Mike Wunderlich. Köln legt nach. Diesmal macht's der Captain höchstpersönlich. Auch im mittlerweile gehobeneren Fußballeralter ist da einfach noch wahnsinnig viel Qualität vorhanden. Die Aachener Abwehr kommt überhaupt nicht in die Zweikämpfe und Joshua Mross im Aachener Kasten zum zweiten Mal ohne jede Abwehrchance. Nicht viele Chancen in diesem ersten Abschnitt insgesamt. Viktoria Köln gnadenlos effizient, Aachen einfach ziemlich harmlos. Simon Handle rutscht die Flanke auf die Latte. Es war der letzte Aufreger dieser ersten Halbzeit. Alles im Lot bei Köln also, das dürfte auch Daniel Zielkin so sehen. 2017 holte er als Cheftrainer mit dem Bonner SC hier im Sportpark Nord den Pott. Angespannte Blicke dagegen beim Aachener Interimstrainerteam. Patrick Helmes wird ja ab Sommer Chefcoach bei der Alemannia. Der ehemalige Nationalspieler verfolgte das Spiel heute auch schon auf der Tribüne und sah nach dem Seitenwechsel verbesserte Aachener wieder Batarillo am Ende mit dem Abschluss. Aber erneut fehlt die Präzision. Ein ehemaliger vom 1. FC Köln also auf der Tribüne, ein anderer auf dem Rasen mit dabei. Nach dem schnell ausgeführten Freistoß ist er am Ball. Marcel Risse, das wäre die Entscheidung gewesen. So aber die Partie auch gut 20 Minuten vor dem Ende noch offen. Und Aachen hatte den ein oder anderen guten Einfall. Fallayer eingewechselt, hier geschickt, kriegt den Ball nicht unter Kontrolle, sonst wird's richtig gefährlich. Die Alemannia musste jetzt mehr riskieren und so, na klar, immer wieder Platz für Gegenangriffe. Der Kölner über die rechte Seite, über Marcel Risse, und da ist Luca Cueto deutlich drüber. Ja, und so lief die zweite Halbzeit den Aachenern durch die Finger. Wir sind schon wenige Minuten vor dem Ende dieser Partie angelangt. Stellwagen, so unnötig wie überflüssig, ein glasklarer Elfmeter. Wallenborn gegen Sebastian Mielitz, und den hält er fest. Die Gelegenheit, hier nochmal richtig Spannung reinzubringen, aber Sebastian Mielitz macht alle Aachener Hoffnungen zunichte. Am Ende die Viktoria sogar nochmal mit der Chance auf den dritten Treffer. Klefisch mit schönen Haltungsnoten, aber ohne Erfolg. Und dann der Schlusspfiff. Wie im vergangenen Jahr scheitert Alemannia Aachen im Finale des Mittelrhein-Pokals und wie eigentlich immer in einem Finale, Viktoria Köln nimmt teil und Viktoria Köln verlässt den Platz als Sieger. 5 Titel in den vergangenen 7 Jahren, das ist eine sehr beeindruckende Bilanz. Der Mittelrhein-Pokalsieger 2020-2021 kommt rechts vom Rhein und trägt den Namen FC Viktoria Köln.